Okay, Sandinselgalaxie. Ah ja. Stimmt, Mario hat auch Wüstenlevel. Der Luftstrom des Sandtornados. Okay. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich allgemein an die Galaxie gerade überhaupt nicht erinnern. Aber ich weiß, dass ich das Spiel schon mal 100% gespielt habe. Okay. Oh. Oh. So, jetzt bin ich wieder oben. Spielt die Untergrundmusik. Wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen langsamer. Ich möchte wissen, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Auf jeden Fall ein Goomba nicht erledigt. Oh, das hat sogar tatsächlich funktioniert. Cooles kleines extra Secret. So, geht doch. Jetzt habe ich 99 Leben. So.
Ne. Den möchte ich nicht kaputt machen, ich möchte da hoch. Ah ja. Für eine Feuerblume. Oh, stimmt ja. Ich kann mich hier gerade nicht drehen. Okay, das wollte ich nicht. Die restlichen Sterndinger. Bin ich jetzt mal nicht so scharf. Oh. Okay. Ich hab da gerade was gesehen. Okay. Nein. Okay. Okay. Ah ja, die von einem. Okay, das war ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Gut, ich wollte nach der Galaxie sowieso mal kurz rausgucken. Von daher. Füttern wir den gleich. Eventuell ist ja wieder Luigi-Time oder so. Nö. Auch kein Komet. Gut, dann bleibt's bei Gourmet-Luma.
800 kann ich mir locker leisten. Die grüne Galaxie, die anderen waren doch alle blau, oder nicht? Fischtunnel-Galaxie, goldener Köder des Ohrfischplaneten. Okay, das hier ist Kingler. Das ist mein Versteck. Ein perfekter Ort zum Angeln. Die Truhe öffnet sich für den leuchtenden Panzer. Oh. Ups. Ich wollte eigentlich die Schildkröten nicht so ganz so sehr mobben. Zählt das eigentlich als Licht? Das zählt als Licht, ich weiß es nicht. Okay, Münzen geben Luft zurück, aber nicht ganz so viel. Na dann, wo sind die anderen Sternsplitter? Da ist einer. Ist doch irgendein Fisch drin. Oder dieser Riesenaale. Okay. Aha, da ist der goldene Panzer. Ich bin immer überlegen, was passiert denn jetzt, wenn ich mit dem goldenen Panzer die Qualle hier abschieße. Erstmal gar nichts, weil ich sie verfehle.
Okay, gar nicht. Sie stirbt nicht. Schade. Naja gut, ich kann nicht erwarten, dass so ein Gomeluma 2 Sterne hat. Wo ist denn der Durchgang? Da. Okay. Dann sind die halt hoffenweise mehr Geister jetzt. Ist okay, es stört mich nicht. Oh, ich wäre beinahe erstickt. Oh, Mario. Ach, ich wollte gerade einen Powerstein aufheben, da ist er in diese Schatztruhe gefallen. Es war furchtbar. Na, jedenfalls nimmst du bitte den Powerstein, den ich gefunden habe. Hier bitte einen Powerstein. Nichts Neues. Gut, dann machen wir unser Schlafzimmer weiter. Sind ja schon relativ weit. Ich habe noch hier ein paar Sterne und dann sind es ja nur noch zwei, wenn die Galaxie fertig ist. Jenseits des endlosen Treibsands. So, ich habe mich dumm genug eingestellt, um jetzt kaum noch HP zu haben. Aber egal. Wir kriegen hier gerade wieder zwei Münzen. Auf der Rückseite wäre... Ah, okay. Ich frage mich, ob ich jetzt ohne den ohne Sternentor praktisch auch weitergekommen wäre. Wenn ja, dann gäbe es auf jeden Fall Grund zur Annahme. Okay. Das tötet die auch nicht. Dann gäbe es auf jeden Fall Grund zur... Ich komme hier nicht lang. Oh.
Ah, ich verstehe. Okay. Aha, dafür brauche ich die Panzer. Dass es hier noch einen Extra-Stern gibt, wollte ich sagen. Grund zur Annahme, dass es noch einen Extra-Stern gibt. So. Okay, grün oder gelb? Was ist der Unterschied? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommt mir vor, als wäre ich hier auf dem ersten Planeten. Vom Aufbau, von der Musik, von. Ja. Und jetzt auch wieder ein Leben da unten spawnt. Hä? Es ist halt exakt der gleiche Raum. Ich soll da lang. Was ist hier? Nein! Komm hier nicht raus! Da hinten ist der Stern. Komm ich da nicht hin? Nee, offensichtlich nicht. Gut. Oh, warte mal, was ist das denn? Jetzt ist der Stern dahin? Was? Irgendwie verstehe ich es gerade nicht.
Oh, verdammt. Okay, gut, ich hab'n. Aber irgendwie war das seltsam. Ich hatte ja zwei Wege, das heißt, es kann auch durchaus sein, dass es noch einen anderen Stern hier gibt. Neues Bilderbuchkapitel, okay. Dann gucken wir halt wieder raus. Du hast nichts Neues? Okay. Siebtes Kapitel, das Teleskop. Als der 100. Komet an ihnen vorbeigezogen war, dachte das Mädchen, ob der Stern, auf dem ich geboren wurde, immer noch blau erstrahlt? Plötzlich erinnerte es sich an das Papas Teleskop. Als es durch Papas Teleskop blickte, war da ein winziger blauer Stern, kleiner als Sternenstaub. Als das Mädchen den Stern sah, dachte es, seltsam, er ist so fern und doch fühlt es sich so nah an. Als es das Teleskop mit einem Ruck neu einstellte, wurde der blaue Stern immer größer und plötzlich war ein Hügel zu sehen. Diese Landschaft rief Erinnerungen wach. Eine Terrasse, um die Sterne zu beobachten, da war der Hügel, auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte. Diese Hügel, auf denen es sich nachts die schläfrigen Augen reibend aufgemacht hatte, um mit Papa die Sterne zu betrachten. Dieser Hügel, auf den es an einem Tag, an dem Schnee gefallen war, mit seinem Bruder den Schlitten über die Schulter der Schulter geklettert war. Ja, okay, man sieht es auf jeden Fall, Bruder. Es ist sehr stark impliziert, dass sie halt die Tochter von einem von Mario oder Luigi ist, weil man sieht ja die rote und die grüne Kappe an der Stelle auch wieder. Dieser Hügel, auf dem es an einem sonnigen Tag, aber etwas windigen Tag, Mama ein Picknick gemacht hatte. Und? Ich will heim, ich will heim. Die Luma wussten nicht, was vorgefallen war und standen dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte zu weinen, ratlos gegenüber. Ich will heim, ich will heim. Ich will heim in mein Haus, das am Fuß dieses Hügels ist, rief das Mädchen mit tränenüberströmtem Gesicht. Ich habe es gewusst. Mama ist nicht in der Welt der Sterne. Denn Mama ist... Sie schläft doch unter dem Baum auf diesem Hügel. Nachdem das Echo des Schreis des Mädchens verhallt war, wurde es totenstill in der Umgebung, als ob es alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre.